Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier sind wir dran und ich bin mit der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ja, ein Weilchen ist es her. Da hatte ich hier die Yu-Gi-Oh! GX-Saga abgeschlossen und dann habe ich mich erstmal anderen Projekten gewidmet. Und nun habe ich wieder Lust und es wird weitergehen. Es wird nicht nur, es geht auch weiter mit der Yu-Gi-Oh! 5Ds-Saga. 5Ds, die Snuts. Nein, 5Ds sind die 5 Dragons, die 5 Drachen. Der Punkt ist der, das war die letzte Serie, die ich noch aktiv verfolgt habe, bis zur Mitte oder Anfang der zweiten Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds und dann habe ich das Interesse verloren, also allgemein an der Serie oder auch am Kartenspiel. Daher ein bisschen bin ich noch vertraut mit der Mechanik, die es dann drin gibt, mit diesen neuen Regeln, mit den Synchro-Beschwörungen, ja. Das erste Duell, das erste Kapitel wird wahrscheinlich auch wieder ein Tutorial sein, wie man das macht. Und ja, ein bisschen habe ich die Story noch im Kopf. Ich versuche das mal gerade zusammenzufassen. Also, die Saga spielt in der Zukunft. Das ist wirklich im Grunde wie eine direkte Fortsetzung der Welt von Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX. So wie man in Yu-Gi-Oh! GX auch den Yugi getroffen hat, so gibt es hier auch New Dominus City. Da war ein Unfall passiert, was hier die Kontinente, also das Festland, geteilt hat. Und dann gab es hier die eine Seite, wo hier die Leute in gut leben konnten und die andere Seite da haben die Leute, die mussten in den Trümmern leben. Und unser Protagonist ist der Yusei Fudo, glaube ich richtig. Der hat sich hier mit ein paar seiner Freunden angetan, um halt eben für die Rechte der Leute, die hier dann eben in den Trümmern leben müssen, dann einzustehen, ja. Und es gibt 5 Auserwählte, die haben jeweils so einen Teil von diesem Drachenmal und die müssen sich dann halt gegen Bösewichte beweisen, die hier die Welt in die Dunkelheit werfen wollen. Also, ich glaube, der Punkt, warum mich das auch irgendwie nicht mal so interessiert hat, ist, oh, beim ersten Mal, da hatten wir die Geschichte mit dem Pharao. Beim zweiten, das war dann wieder so mehr, oh, wir haben hier wir haben hier verschiedene Gegner, ja, sogar eine andere Dimension. Und jetzt beim dritten, wo man ja sogar dann Duelle auf, also in der Serie ist es zumindest so, dass man Duelle auf einem Dual-Bike, also auf dem Motorrad hier durchführt. Für welche, die auf Motorrad stehen, ist wahrscheinlich interessant, aber irgendwie die Story, warum die sich jetzt hier duellieren müssen, das wurde irgendwie immer abstrakter. Kann gut sein, dass es deshalb der Fall war, warum ich irgendwie das Interesse verloren habe. Gut, Achtung, fertig, Duell. Damit den Yusei Fudo, netter Typ, immer, meine, er kennt einen Frisur, das ist der Protagonist, und dann haben wir hier so einen Sicherheitsmann, der sich halt hier drum kümmert, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Zumindest was in ihren Augen so ist. So, der Infobot, muss ich wieder die Stimme machen. Lade jetzt 5Ds Geschichten. Duellanten, jung und alt, Profis und Amateure gleichermaßen, es ist der Moment, auf den sie gewartet haben. Willkommen in New Dominus City, Heimat des Turbo-Duells. Turbo-Duelle sind eine neue Form des Duells, die auf Motorrädern stattfindet, genannt Duel Runners. Allerdings beginnt unsere Geschichte nicht in New Dominus City. Wir schließen uns unseren Held Yusei Fudo in den ärmeren Stadtrand bekannt als Satellite an. Genau, Satellite, weil in dem Grunde, weil das ist ja das Festland, was dann abgetrennt wurde und das trifft, ist dann jetzt aufs Meer hinausgedriftet, also wie ein Satellit, der halt in der Umlaufbahn ist. Yusei wurde unrecht getan von dem ungeschlagenen Turbo-Duell-Champion Jack Atlas. Ja, also da wird wahrscheinlich wieder viel weggelassen. Ich versuche mich an so viel zu erinnern, dass ich es auch für mich weiß. Also, der Jack Atlas war ein früherer Freund vom Yusei. Ja, die haben da zusammengelebt. Aber irgendwann hat der Jack sie verraten und ist dann auf das Festland gewechselt, nach New Dominus City, um dort ein Duell-Champion zu werden. Er wollte halt raus aus dem Schrott. Er wollte hier ein neues Leben aufbauen und hat sogar hier seine Freunde deshalb verraten. Das ist nicht so fein, Herr Jack Atlas. Ja, also man könnte sich so merken, dass es hier wieder die USA ist, im Grunde wieder Yugi und der Jack Atlas ist wie der Seto Kaiba ein bisschen eingebildet, ja. Die beiden waren einmal Freunde, aber Jack stahl Yuseis 2 wertvollste Besitztümer, die Sternstaubdrachenkarte und sein maßgefertigter Duel Runner. Jack verließ Satellite und wurde der Turbo-Duell-Champion für New Dominus City. Ach so, das wird sogar gesagt. War bei der GX-Saga, da wird ja so viel weggelassen. Yusei wollte Jack konfrontieren, aber leider war der Sektorsicherheitsdienst immer in seinem Weg. Yuseis Freund Rayleigh fand ein Skylon 30 Beschleunigungschip. Yusei benötigte diesen Chip dringend für den neuen Duel Runner, den er baute. Yusei,
Hey, Yusei! Schau dir das an! Es ist ein Skyland 30 Beschleunigungschip! Sind die nicht unglaublich teuer? Sag mir nicht, du hast ihn gestohlen. Ich habe nichts gestohlen. Er lag auf dem Boden am helllichten Tag. Okay, danke. Das ist genau das, was ich brauchte. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Wird es dein Duellrunner schneller machen? Auf jeden Fall. Leider hatte der Sektorsicherheitsdienst Rayleigh verfolgt und sie schlossen schnell um Yusei und seine Freunde. Ah, das war wahrscheinlich sowas wie ein Köder gewesen, damit er die endlich ausfindig machen kann. So war es an Yusei, den Sektorsicherheitsdienst zu konfrontieren und seine Freunde aus der Patsche zu holen. Fun Fact, daran kann ich mich sogar erinnern. Es gab ja im Grunde von Yu-Gi-Oh! Eine nullte Staffel, ja? Also Folgen, die überhaupt, ich glaube, wurden die ausgestrahlt? Also zumindest nicht in Deutschland, ja? Und dort hat der Yugi einen Vorfahren von diesem Sicherheitsmann angetroffen und hat ihn sogar duelliert, ja? Und wenn man diese Folgen gesehen hat, könnte man sich sogar denken, hä? Da kommt mir aber bekannt vor, hm? Ich wusste, ich hätte dich einsperren sollen, als du noch ein Kind warst. Sieht so aus, als ob ich endlich meinen Wunsch bekomme. Willst du es einfach machen und leise mitkommen? Werde ich, wenn du mich schlagen kannst. Auf linke oder auf die rechte Wange? Du hast dir einen Deal besorgt. Na. So. In dieser Lektion werde ich Synchromonster erklären und wie sie zu beschwören sind. Also ich kann es im Grunde auch schnell machen. Man hat ein Synchromonster. Das hat zum Beispiel Stufe 5. Man braucht ein Empfängermonster. Das ist ein besonderer Effekt. Und wenn das Empfängermonster beispielsweise Stufe 2 hat, muss man noch ein anderes Monster der Stufe 3 oder Stufe 2 und 1. Also man muss andere Monster synchronisieren, also zusammentun, damit es genau die Stufe von dem Monster ist, was man beschwören möchte. Das ist der Trick bei der Sache. Synchronisieren im Sinne von, hey, das muss gleich sein. Zuerst lass uns über das gehen, was Synchromonster sind. Synchromonster sind Monsterkarten mit weißem Rahmen, schnieke Schnake. Wie Fusionsmonster hältst du sie in deinem Extra-Deck. Um ein Synchromonster zu beschwören, benötigst du ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster. Ein Empfängermonster hat Empfänger in dem Monstertyp. Alle anderen Monster sind Nicht-Empfängermonster. Um ein Synchromonster zu beschwören mit einer Synchrobeschwörung, musst du mindestens ein Empfängermonster und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster als Synchromaterial auf deinem Spielfeld haben. Das ist der Unterschied. Wie bei Fusion, man kann nicht von der Hand und der vom Feld, sondern es muss alles auf dem Feld sein. Die kombinierte Stufe der Monster, die als Synchromaterial verwendet werden, muss gleich mit der Stufe des Synchromonsters sein, was du beschwören willst. Beachte, dass ein Monster offen sein muss, um es als Synchromaterial zu verwenden, also verdeckt geht nicht. In der Main-Phase sende das Synchromaterial auf den Friedhof, um das Synchromonster spezial zu beschwören von deinem Extra-Deck. Dies wird als Synchro-Beschwörung genannt. Aber du brauchst immer ein Empfängermonster für die Synchro-Beschwörung. Und der Yusei, der hat ja allerlei viele kleine Monster, aber die halt hier zusammen hier stark werden können. Zuerst lass uns ein Empfängermonster ins Spiel setzen und beschützen. Setze Flammenwellwache in Verteidigungsposition. Flammenwellwache. Moment, wie mache ich das nochmal? Moment, da Details. Stimmt. Eine Flammenwellwächter mit der Kraft, der mit der Kraft seiner Gedanken über das Feuer beginnt und sein heißer Mankenbar schützt seinen Turm vor der allen Eindringlinge. Das ist ein Stufe 1 Monster? Na gut. Gute Verteidigung, gell? Okay, setzen wir das Maul. Ihn verteilen. Jetzt setze deinen magischen Zylinder. Ist der Effekt anders, wenn man eine Karte setzt? Moment, setzen. Ich habe das lange nicht mehr gespielt. Hatte das Setzen von Monsterkarten immer diesen komischen Effekt? Das ist alles, was wir jetzt tun können. Lass uns unseren Zug beenden. Okay, dann machen wir das. Endphase. So komme ich auch wieder rein, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Also welche Tasten ich drücken muss. Bitte was? Montagedrache. Er hat jetzt... kann ich mir das durchlesen? Okay. Kann nicht... Moment, Details. Was hat er jetzt gemacht? Kann ich das normal beschwören, beschworen oder gesetzt werden? Muss er speziell beschwören, deine Hand beschworen werden, indem du drei andere Monster von deiner Hand auf dem Friedhof legst? Und kann nicht auf andere Art als speziell beschworen werden? Die Angriff dieser Karte werden gleich der Summe der Grundstufen der auf dem Friedhof gelegenen Monster mal 300. Aha, deshalb Montage hat er also zusammengefügt. So, ich aktiviere magische Zylinder. Dadurch wird sein Angriff jetzt auf ihn zurückgeschleudert. Bitteschön, papau, kriegst du ein Fett weg. Hehe, mein lieber Twatsch. Lieber Fatsch in der Twatsch. So, wir brauchen mehr Synchro-Material, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Beginnen wir mit der Spezialbeschwörung von der Trägreiche. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du eine Karte abwirfst.
Beherbeschwöre deine der trickreiche Karte durch das Abwerfen von mechanischer Jäger. Okay, dann machen wir das mal. Ich schläge ab. Und ich spiele mal in, also, du willst ja nicht in Angriff spielen. Gut, dieses Duell kann ich ja gar nicht verlieren. Monster müssen offen sein wie die Synchro-Beschwörung. Ändere Flammenwellwache zur Angriffsposition, indem du Flip-Beschwörung aus dem Menü willst. Ich flippe dich. Flapp die Flup. So. Sehe den Effekt auf dein Extra-Deck. Wir haben jetzt die Materialien verfügt. Oh Gott, ich habe vergessen, wie die Grammatik manchmal ist. Okay. Sehe den Effekt auf deinem Extra-Deck. Siehst du den Effekt auf deinem Extra-Deck? Wir haben jetzt die Materialien verfügbar, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Oi, oi, oi. So, um was beschwöre ich Schönes? Wähle Stufe 6, himmlischer Wolfsherrscher, blauer Sirius. Das ist auch ein Punkt. Je länger das Spiel existiert, desto länger werden manche Monsternamen. So. Wie kann ich mir Kartenliste anzeigen? Nee, also ich glaube, es ist irgendwie möglich. Ich wähle das jetzt aus und ich kann ich mir jetzt hier die Effekt überprüfe Feld. Moment. Also das und Reihenfolge. So geht das, indem ich diese Taste drücke. Okay, ein Empfänger oder ein Nicht-Empfänger-Monster. Wenn diese Karte auf einem Spielfeld zerstört oder auf Friedhof gelegt wird, wähle ein offenes Monster, das dann Gegner kontrolliert. Es verliert 2400 Angriffspunkte. Aha, das kann also schwächen. Also, ich beschwöre das jetzt also, damit ich jetzt sein Monster schwächen kann. Wähle nun die Karten, die auf dem Friedhof gelegen... Wähle nun die Karten, die du auf den Friedhof legen willst. Das Du, das hat sich hier in den Nullauf verschoben. Verabschiedet. Die Anzahl der Sterne stellen. Die Anzahl der Sterne, die dargestellt sind, wird dich wissen lassen, wenn die Bedingungen und das Synchro-Monster zu beschwören erfüllt sind. Richtig? So, ich nehme das und ich nehme das und es ergibt zusammen 6. Das lernt man schon in der Grundschule. Aber dass schon ein großer Wolf dabei rauskommt, das kenne ich nicht. Ich mache Angriff. Ach ne, genau, ich habe ja noch hier Synchro-Druckwelle. Gute Arbeit, lass uns nun Synchro-Beschwörung wieder versuchen. Falls du ein Synchro-Monster kontrollierst, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Das kann ich machen, ja. Beschwöre schwarze Salve in Angriffsposition. Hier kannst du sehen, dass dir schwarze Salve eine Spezialbeschwörung von einem Monster aus einem Friedhof ermöglicht. Aktiviere den Effekt um schwarze Salve und beschwöre mechanischer Jäger. Genau. Genau. Empfängermonster haben ja auch noch öfters hier spezielle Effekte. Den Effekt von schwarzer Salve aktivieren. Jojo. Dann kriege ich ein Monster zurück und kann auch ein anderes Synchro-Monster beschwören. Der hat Stufe 3, der hat Stufe 4. Das heißt, ich kann ein Stufe 7 Monster, nämlich den Schrott Erz und der Wäldler, kann ich beschwören. Feine Sache. Schritt Erzunterwäldler, das ist einfach nur ein einfaches Monster, das hat hier sehr viele Angriffspunkte. Erst das Empfängermonster, dann das Nicht-Empfängermonster und hier. If you like it, you should put a ring on it. Jawohl. In den Angriffsmodus, bam bam. So, und meine letzte Karte. Lass uns nun Montagesache zerstören mit deiner Synchro-Druckwellen-Zauberkarte. Ist ja richtig stark, oder? Ich meine, ich muss einfach nur ein Synchro-Monster kontrollieren und bam, ich kann ein Monster zerstören. Arrivederci. Okay, nun wollen wir ihn fertig machen. Das höre ich doch gerne. Gehen wir in die Battle-Phase. Bitte was? Fehlermonster und greife es an. Natürlich erstmal mein himmlischer Wolfsherrscher. Applaus, Sirius. Dämonenvoll. Da kriegt ihr dann Fett weg und Schrott, Erz und der Wettlatische. Kurz und knackig. Bitteschön. Bam! Jawohl. Die Siegemelodie, die habe ich vermisst. Yes, 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 yes. So. Mein lieber Trutsch ist in der Fatsch gefallen. Da geht meine Beförderung. Ich glaube, ich gehe zurück, um ein Dual-Runner Politesse zu sein. Oh je. Naja, wenn du da gut verdienst, dann macht das ja nichts so. Ich möchte mal was gucken. Wie weit geht es? Kampf um die Zukunft. Aha, da keine Ahnung, wer das ist. Das habe ich keine Ahnung. Die Silhouetten kann ich nicht erkennen. Und was ist das? Hoffnung. Was ist das für ein IKEA-Einbauschrank? Das ist ein riesiges Ürei. Was ist denn das? Was ist das für ein Gegner? Keine Ahnung. Gut. Eine Explosion aus der Vergangenheit. Hätte doch lieber das Schloss ausgetauscht und hätte ich nach Hause geschickt.
Yusei entkam Trudge und den anderen Sektorsicherheitsdienst auf seinem Weg in New Domino City. Dort kam er Auge zu Auge. Auge zu Auge? Ich kenne Auge um Auge mit seinem Rivalen Jack Atlas. Jack hatte Yuseis Astkarte Sternstoppdrache gestohlen. Mit Sternstoppdrache war Jack in der Lage, Satellite zu entkommen und etablierte sich als ungeschlagenen, wer doch richtig geschrieben, Turbo-Duell-Champion von New Domino City. Willkommen im Kyberdome. Dieser Duell-Dome ist beeindruckend, nicht wahr? Fernsehen wird dem einfach nicht gerecht. Nun stell es dir mit tausenden von begeisternden Fans vor, die deinen Namen singen und für dich jubeln. Aber das ist etwas, was du nie erfahren wirst, Yusei. Denn nach diesem Duell werden die einzigen Menschen, die dich anjubeln, deine Versagerfreunde sein. Das Werden ist total an der falschen Stelle. Zurück ins Satellite. Und das ist, wenn sie nicht alle dir den Rücken kehren, wenn du ohne ihren Sternstaubdrachen zurückkommst. Wieso hat dieser Drache nochmal so eine Bedeutung? Also zum einen natürlich ist es eine der Drachenkarten, die sie ja brauchen, um das Böse zu bekämpfen. Aber der Drache an sich hat verkörpert etwas. Er ist ein Symbol, nämlich von gute Zeiten werden trotzdem kommen, wenn man dran glaubt. Denn der Drache hat eine ganz spezielle Fähigkeit. Er kann andere schützen, wenn er zerstört wird, und kann danach wieder beschworen werden. Also wie der Phönix aus der Asche kommt er immer wieder zurück. Hä? Voll die lange Rede und wie war das am Anfang, in der Mitte und am Ende? Könntest du es nochmal wiederholen? Du wirst es bereuen, niemals hierher gekommen zu sein. Denn ich werde dich mit deiner eigenen Karte schlagen. Psch, psch, psch. Ah, bitte nicht. Ah, Papierschnitt, du Scheusal. Da hätte ich doch gern lieber einen Sack, der in meinem Bauchnabel prickelt. Geschichtendeck, los geht's. So, jetzt werde ich nicht mehr an der Hand geführt. Jetzt muss ich selber hier Köpfchen zeigen und muss hier den Jack besiegen. So, wir machen mal Faust. Ei! Du schlägst mich mit Papier wie mit meiner Karte. Du bist ja dreckiges Schiff, weißt du das? So, Einzelmodus, erste Runde. Wie sieht das Feld aus? Ah, okay. Wieder sehr schön. So wie auf dem, natürlich wie auf dem, wieder auf der Rennbahn. Im Anime ist es ja wirklich so, dass die meisten Duelle werden auf einer Rennbahn durchgeführt. Und da gibt es dann nochmal die Besonderheit, die Duellanten bekommen Turbo-Zählmarken. Je schneller sie fahren, und dann können sie halt mächtige Zauberkarten einsetzen. So, was habe ich denn schon? Jetzt muss ich erstmal meine ganzen Karten lesen. Geben und nehmen. Beschwöre ein Monster, Spezialbeschwörung und ein Friedhof und Verteidigungsmuster auf die Spielfeldseite deines Gegners und erhöhe die Stufe von einem Monster, das du kontrollierst, bis du entweder um die Stufe des als spezialbeschworenes Monster. Ah, das kann ich auch so nutzen, wenn ich eine Synchro beschwören möchte. Aber die Stufe nicht reicht. Zielgenaue Wache. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff dekaliert, wähle ein Monster der Stufe 4 oder direkt einen Friedhof beschwöre, das Spezial in die Verteidigung. Es kann in diesem Spiel weder durch Kampf noch durch die Karteneffekte zerstört werden. Also viele Karten werde ich nicht kennen, da werde ich viel lesen müssen. Oh, aber die kenne ich. Doppelbeschwörung. Du kannst in diesem Spielzeug zwei Normalbeschwörungen setzen, durchführen, nicht nur eine. Das ist praktisch. Und ich habe zwei Abstimmen geschehen. Ist es ein Empfänger? Diese Karte kann als Monster der Stufe 2 behandelt werden, wenn sie für eine Synchro-Beschwörung verwendet wird. Falls diese Karte für eine Synchro-Beschwörung auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Okay. Bringt mir das was? Falls diese Karte für die Synchro-Beschwörung eines Nitro-Synchro-Monsters auf deinem Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Moment, es wäre 2, das hätte 2. Habe ich ein Stufe 4 Monster? Nee, das ist Stufe 7. Und das ist Stufe 5, da kann ich doch gar nichts machen. Was mache ich? Dann muss ich mir erstmal eine Verteidigung setzen. Mal sehen, das hier bringt mir nichts. In der Verteidigung auf deinem. Dann setze ich nochmal diese Karte, die zielgenaue Wache. Ich habe es aber noch kein Monster im Friedhof, aber das kann ja noch kommen. Und das wird sicherlich noch kommen. Die Karte, die Hand. Wirklich? Fängst du mit einer Fusion an? Es wurde uns doch hier gerade beigebracht. Wir haben hier Synchro-Monster. Na, jetzt kommt der Meertai-Golem. Riesenpuzzle. Ich glaube aber, dass der mich hier in Einzelteile zerschlagen wird. Nein! Ah! Bitte was? Was macht der wieder? Der kann den jetzt aufteilen. Ach. Und ich wette, der kann sogar mit denen noch angreifen, oder? Weil das der Effekt war.
Schöpfungsresonator. Ach du Was ist denn das hier für eine Kettenreaktion? Die Schweinekarte! Leute! Alter Falter. Und das alles in einem Zug. Was mache ich? Ein Monster verdeckt und eine verdeckte Karte. Bam, das war's gewesen. Oh, eine Schildwache, die ist ja hübsch. Das ist ja hübsch. Bringt das was? Bringt das was? Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert. Was ich nicht ganz verstehe ist, also ich kann ein Monster der Stufe 4 oder niedriger, ach so niedriger, das geht doch, beschwören. Es kann in diesem Spielzug weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, bleibt das Monster dann auf meinem Feld? Weil wenn das der Fall wäre, 2, 4, 7, das würde nämlich genau passen, damit ich meinen Nitro-Krieger beschwören könnte. Und mein Nitro-Krieger hat wie viel? 2800 Angriffspunkte. Das wäre mehr als der Drache. Einmal werden jeder deine Spielzeuge, was du eine Zauberkarte aktiviert, diese Karte, wenn das nächsten Angriff sind, wirst du an die Karte beteiligt, nur wenn der Schaden bringt und 1000 Euro fallen, falls ihr dann Angriff der Mann angeht, wenn du den Schaden bringt, du kannst dann mal deine Aha, okay. Nette Effekte, gut. Jo. Dann würde ich am besten deinen nächsten Angriff einfach abwehren, indem ich mein Monster wieder beschwöre und versuche dann eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Bitte kein Call mit. Aktiviere die Falle. Ja, bitte. Ich hoffe wirklich, dass mein Monster danach auf dem Feld bleibt. Zielgenaue Wache. Abstimmgeschirr, es kommt wieder. Kannst du auf die Pfanne schlagen? Die ist so gut hier. Verschichtet, die hält hier alles aus. Und? Hey, mein Monster bleibt. Super duper. Okay, dann aktiviere ich meine Doppelbeschwörung. Jetzt kann ich nämlich einmal meine Schildwache rufen. In auch meiner Position, damit ich das Synchromaterial benutzen kann. Und einmal meinen Nitro-Synchron. Yo, was ist up, mein Dude? Alles klar, und nun aktivieren wir die Beschwerdebeschwörung. Synchro. Bim, bam, bum. Und durch den Effekt hat ja der jetzt hier zwei Stufen. Und durch Nitro-Synchron kann ich jetzt eine Karte nochmal ziehen. Haha. Hoho. Yo. Und der lässt mich ja auch nochmal eine Karte ziehen. Ja, zwei Karten für mich. Herbe damit. Was ist das denn Schönes? Die Eis- und Schrottvogelscheuche. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, wähle das angriffende Monster, annulliere den Angriff. Zusätzlich setze ich die Karte nach verdeckt, anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Das ist praktisch. Gut, das könnte ich für meinen Gerümpelkrieger benutzen. Was ist machbar der Effekt? Du kannst einen Monster schon für 2 oder mehr niedrigen von deinem Friedhof und dann beschwören das gewählte Monster als speziell von den Freunden. Aber seine Effekte werden annulliert. Gut, das ist schade, dass es Effekte annulliert, weil sonst hätte ich das nehmen können, um meinen Abstimmgeschirr zu holen, weil das kann ja, wenn es für eine Synchro schon beschworen wird, benutzt wird, kann es mehr Stufen haben. Das ist aber nicht der Fall. Schildkrieger hätte zu viel. Okay. Ich könnte mein Geben und Nehmen nutzen. Erhöhe die Stufe von einem Monster bis zur Endphase um die Stufe des speziellen beschworenen Monsters. Brauche ich das? Will ich das? Wobei. Moment. Ein Monster meiner Wahl, oder? Und hätte er von einem, das du kontrollierst. Moment. Wenn ich das jetzt. Könnte ich das irgendwie kombinieren? Moment. Das hätte 3, wenn ich das. Und. Nee, wenn ich den beschwöre. Nee, ich bräuchte ja noch ein anderes Monster. Nee, das passt nicht. Nee. Ah, ich habe FBR-Seinbrüche. Heidewitzka. Okay. Dann gehen wir mal. Dürfte ich bitte? Dankeschön. Gehe ich mal in die Angriffsphase. Und greife hier meinen Drachen an. Meins, deins, das sind doch bürgerliche Kategorien. Greife ihn an. Natürlich eine Fallkarte. Weltraumtor, was machst du? Jedes Mal, wenn ein unstolzes Gebrüll. Was wird passieren? Okay, der Opfer 300 Lebenspunkte und. Was? Der hat mein Monster zerstört. Warum? Okay. Was macht die Karte? Das will ich jetzt wissen. Während der Schadensberechnung, falls dein Monster mit einem Monster deines Gegners mit höheren Angriff angreift, kämpft Zahler Lifebonds in Höhe der Differenz. Der Angriff deines Gegners erhält nur während der Schadensberechnung einen Angriff in Höhe der Differenz plus 300. Also, der hat also sein Monster so stark gemacht, dass es 300 mehr hat. Alter, ich habe FPS-Einbrüche. Das ist auch schon wieder die alte Nummer.
Weltraumtor, was machst du? Jedes Mal, wenn ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, angreift oder angegriffen wird, lege am Ende des Damage-Steps eine Torzielmarke auf diese Karte. Während deiner Main-Phase, du kannst diese Karte auf den Friedhof legen, beschwöre ein Monster eine Spezialbeschwörung von deiner Hand, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der Torzielmarken auf dieser Karte ist. Aha! Da kann also ein Monster spezialbeschwören, wenn genug Monster von mir angreifen oder angegriffen werden. Jo, ey. Da bin ich hier ein bisschen aufgeschmissen. Ich meine, du hast hier 4 Monster. Ich habe gar keine Monster auf dem Feld. Ich habe hier nur eine Eisenschrott-Vogelscheuche. Aber, ich kann... Gute Frage. Kann ich damit mehrere Angriffe deklarieren? Verrückter Erzunterwetter. Heidi Witzka. So, direkter Angriff. Ich aktiviere meine Eisenschrott-Vogelscheuche. Guck dir mal den Eisenkompan an. Hier ist er schön anzusehen, ja? Hallo? Aktivieren? Ja. Ein bisschen zeitverzögert hier. Die Uhr wurde noch nicht umgestellt. Bam, Angriff annulliert. Kann ich die F... Nein, ich kann es nur einmal machen. Schade. Wäre auch ziemlich stark. Nein. Nicht meine schönen Lebenspunkte. Aber zumindest hier... Eins... Super. Herz der Karten, gib mir die richtige Karte. Schwarzes Loch wäre schön. Was bist du denn? Der Stachelschrauben-Igel, den kenne ich. Falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sie gerade als Spezialbeschwörung beschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Du musst einen Empfängermonster kontrollieren, um diesen Effekt aktivieren und aufzulösen. Jo, das springt mir gar nichts. Das springt mir überhaupt nichts. Jo, ja, da bin ich ja aufgeschmissen. Weil der hier ja am Anfang schon hier seine Golem-Kombination hat. Ja, super. Weil da jetzt die Verzögerung war, habe ich hier... los. Danach probiere ich es noch einmal. Was für eine Explosion. Da kann man Effekte gerade aktivieren. Jawohl, meine Eisenschrottvogelscheuche hier nett anzusehen. Alles hier recycelte Ware. Bei der Chance brechen, Effekte gerade aktivieren. Jo. Bitte was? Was für ein Effekt aktivieren? Welchen Effekt kann ich aktivieren? Achso. Moment, was macht die nochmal? Drücken wir mal Details. Während der Schadensberechnung im Spielzug eines beliebigen Spielers. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Verbannen. Monster, die du kontrollierst, können durch diesen Kampf nicht zerstört werden. Ja, das bringt mir nichts. Aber hey, mein kleiner Igel, der überlebt das zumindest. Und zweites Mal, und jetzt wahrscheinlich mit meinem Drachen, natürlich. Und der hat keine... der hat ja nur spezielle Angriffseffekte, wenn ein Monster angreift. Verloren, eine Lebenspunkte wenn auf 0 sich gesetzt. Was ist der Tipp? Spezialbeschwöre Tempokrieger oder Stachelschraubenigel mit Gerumpel synchronisiere, um leicht Gerumpelkrieger zu beschwören. Ja. Bringt mir herzlich wenig, wenn mein Gegenüber so ein starkes Monster gleich beschwört und meines dann hier zerstört. Beschwören und zerstören, das ist hier ein Geben und ein Nehmen. Einmal die Schere in die Augen rein. Zack. So. So. Ich hoffe, dass meine Handkarten diesmal besser ausfallen. Da haben wir schon Tempokrieger. Lala. So. Okay, das kennen wir ja schon. Das hier habe ich auch schon mal gesehen, die Geisterwache. Wenn ein offenes Monster, das du kontrollierst, als Ziel eines Angriffs gewählt wird, kannst du das Ziel auf diese Karte ändern. Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, verliert ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, bis du endfast 1000 Angriffspunkte. Lala, das ist gut. Das ist gut. Was haben wir hier? Verteidigungsziel. Aktiviert diese Karte nur, wenn der Schadensbrechen im Spielzug deines Gegners dieser Kampfschaden, den du erhalten würdest, wird 0. Ziehe eine Karte. Praktisch. Der kann Monster beschwören, oder? Einmal pro Battlephase, falls diese Karte in diesem Spielzeug als Normalsprung beschworen wurde, außer während des Damage-Steps. Du kannst ihren Angriff bis zum Ende der Battlephase zum doppelten Angriffspunkte wehren lassen. Bitte was? Wie nochmal? Einmal pro Battlephase, falls sie gerade in diesem Spielzeug als Normalsprung beschworen wurde. Also während des Damage-Steps. Also. Aha. Gut. Empfänger-Komplott. Komplott, lecker. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Synchromonster Spezialbeschwörung auf der Spielfeldseite deines Gegners verspawnt wird. Übernimm die Kontrolle über das Synchromonster. Entferne es aus dem Spiel, wenn es zerstört wird. Zerstöre diese Karte, wenn das Monster vom Spielfeld entfernt wird. Das Milaiki. Okay, dann legen wir diese Karte verdeckt. Setze meine ganze Wache. Ich sagte, setzen wir die Geil. Und dann setze ich noch hier eine zweite Fallenkarte.
Ich meine, ich setze eine Karte. Ob es eine Fallenkarte ist, das musst du selber rausfinden, Jack, mein Lieber. Mein Jack Atlas, hast du meinen Atlas dabei? Kann ich mal nachsehen, wo wir uns befinden? Vizedrache. Der sieht nicht so gesund aus. Na super. Was bist du? Das ist nicht schön. Ich meine, den Sternstaubdrachen. Oh, sehr. Ja, sehr, sehr nett von dir, dass du mir meine Karte wiederbringst. Ha? Da habe ich nämlich einen Kompott für dich. Nom, nom, nom. So, Sternstaubdrache, komm zu mir. Du bist mein Schatz. An meiner Seite ist dein Platz. So, oh, mein Abstimmgeschirr, sehr schön. So, was war nochmal sein Effekt gewesen? Wenn des Spielzuges eines beliebigen Spielers, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder mehr Karten auf dem Spielfeld zerstören würde. Also die eine oder mehrere Karten zerstören würde. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre sie während der Endphase. Falls dieser Effekt in diesem Spiel aktiviert wird und nicht annulliert wird, also der Effekt wird nicht annulliert, du kannst diese Karte speziell schon von deinem Friedhof beschwören. Sag ich ja. Der kommt immer wieder, mein Freund. Was machen wir? Stufe 2. Stufe 2. Das ist aber kein Empfängermonster. So, dann setze ich dich mal lieber verdeckt. So. Und dann gehen wir schön in die Angriffphase. Mein Sternstaubdrache. Hoffentlich hast du ihn gut behandelt. Hast du ihn nicht überfüttert? Der greift dich jetzt ein. Weltraumtor. Ah! Aber trotzdem nicht beschaden. Bam! So. Also, ich muss aufpassen. Wenn die Zahl zu groß wird, kann ein starkes Monster von der Hand spielen. Großteil Golem und jetzt kann er den kleinen Teil Golem beschwören, oder? Achso, er benutzt es gleich, um seinen unheimlichen Zahnkram zu beschwören. Ha! Nicht mein Geschirr! Da fühle ich mich so nackig ohne mein Geschirr. So. Stufe 4. Stufe 1. Tempokriege. Das ist ja. Das könnte ich beide 2 und 2 sind. 4. Da muss man gut in der Schule aufgepasst haben. Okay, da brauche ich mindestens 7 oder 5. Ah ne, da brauche ich ja den gerühmten Synchronisierer. Das ist ja hier eine Markenkarte vom Yusei. Falls ich es gerade schon grob beschworen habe, sie erhält Angriff in der Höhe der Summe der Angriff aller Monster zur Stufe 2 oder niedriger, die du derzeit kontrollierst. Gut, was machen wir denn? Was machen wir denn Schönes? Dann gehe ich mal in die Angriffphase. Und grabe mal deinen Zahnkranz an. Der ist nämlich Empfängermonster. Da habe ich irgendwie Angst, dass du den was benutzt. Oh, da kommt eine Sternstuppe. Genau auf mich zu. Ah, verdammt. Ich wünschte, ich würde nicht sterben. Ich hätte ihm Schaden zufügen können, aber hey. Oh, der Empfängermonster hat keine Synchro-Beschwörung. Also lass es, mein Freund. Du gehst dir heute Synchro-Beschwörung los nach Hause. Geisterwache. So, in diesem Zug verliest du jetzt Angriffspunkte, aber das ist jetzt am Ende des Zuges wieder vorbei. Richtig, ist jetzt wieder normalisiert. Ja, gut, was ist das denn jetzt wieder für eine Fallenkarte? Dringender Empfang. Während der Battlephase, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Synchro-Monster mit Monster, die du kontrollierst, als Synchro-Beschwörung. Ach so, ich kann also während der Battlephase hier mit passenden Monstern eine Synchro-Beschwörung durchführen, oder schade. Da habe ich aber nichts. Moment. Das wäre eine Idee. Ich beschwöre meinen Nitro-Synchron. Yo, was up, mein Dude? Greife hier seinen Golem an. Hoffentlich hat er jetzt nicht hier wieder seine Fallenkarte. Natürlich hat er diese stolze gebrüllt. Ich brülle dich gleich zurück an. Bam. Bitte was? Was? Moment! Wieso? Sternschnuppe? Schneeflöckchen, Weißröckchen? Bam! Bitte was? Sogar wenn mein Monster zerstört wird, gibt es den Effekt. Also den Attackeneffekt. Pa! So, was wollte ich machen? Genau. Ich kann jetzt ein. Moment. Wenn du anwählst, wird zu 0. Im Spiel so. Ich glaube, das ist nur einmal. Okay, genau. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Einmal Verteidigungsteam. Schwing! Eine schöne Karte. Haha. Krieg keinen Schaden und ich krieg sogar eine Karte.
Achso, ich krieg keinen Kampfschaden, aber mein Monster wird trotzdem zerstört. Oh, das habe ich nicht bedacht. Oh, meine Vogelscheuche, sehr schön. Geschützturmkrieger. Mhm. Du kannst sogar das Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Monster von Typ Krieger als Tribut anbietest. Und falls du dies tust, erhältst du den Angriff in Höhe der Kunde des als Tribut angebotenen Monsters. Aha. Okay. Da habe ich schon einen Krieger. So. Dann setze ich ein Monster in Verteidigungsposition, um es. Und noch eine Karte verdeckt. Hoffentlich überlebt es den Zug. Dann könnte ich es nämlich opfern, um meinen Geschützturmkrieger nochmal zu stärken. Wobei, wie viel Angriff hat meiner? 900. 2100. Das könnte sogar passen. Weltraumtor. Verdammt nochmal. Ja, einmal nutzen. Das bringt mir aber herzlich wenig. Da werden meine Lebenspunkte zumindest nicht reduziert. Verdammtes Weltraumtor! Geh doch in den Weltraum! Darfst aber die Luft nicht anhalten, sonst implodiert deine Lunge. Oh, meine liebe Schildwache. Es bringt mir wirklich herzlich wenig. Alter, der drängt mich hier gegen die Wand. Und hält meine Hand nach oben über den Kopf und flüstert mir süße Worte ins Ohr. Was soll ich denn da machen? Muss doch schwach werden. Huh. Mittelteil-Golem. Wieso habe ich jetzt Mutter-Golem geschrieben? Ja. Lass mich an einer steinernen Tinte hier mal saugen. Hat den Kampf eröffnet. Ja, mach es mal. Das bringt mir aber herzlich wenig. Wobei, sein verrückter Erzunterwäldler, der ist ja noch. Der könnte auch noch meine Schildwache zerstören. So, zwei. Kann ich den Effekt meiner Schildwache aktivieren? Nein, ah! Das stimmt, damit durch seine Effekt kann ich ein Monster vor dem Zerstören bewahren, vor der Zerstörung. Natürlich beschwört er hier wieder seine Golems. Groß und Mittel ergibt hier den Mehrteil-Golem. Der hat ein bisschen was von meinem Geschützturmkrieger, oder? Aber angreifen da war nicht. Elabatch. Ich ziehe die ganzen Fallen kann, ich brauche Monster! Kraft des Geistes. Während des Spielzuges deines Gegners bei der Schadensberechnung der Kampfschaden, den du aus diesem Kampf erhältst, wirst zu 0, dann kannst du deiner Hand einem Fängermonster von Typ Krieger mit 4500 oder weniger Zerfallen von deinem Friedhof hinzufügen. Ich habe so viele Karten, ja, mit denen ich hier Schaden verhindern kann. Ich verstehe schon die Strategie. Damit ich hier Zeit habe, meine Monster zu sammeln, wenn ich auch mal Monster ziehen würde. Bitte. Zwillingsschildverteidiger. Na, feine Sache. Okay, aktiviere die Fahrkarte. Bei der Schadensberechnung. Schadensberechnung, das gilt doch auch, wenn ich hier direkt angegriffen werde, oder gilt es nur im Kampf? Ja. Also, ich muss immer erst meine Vogelscheuche aktivieren. So, bam, Kraft des Geistes. Bitte was? Ach, wo ich immer denke, das zählt für alle Angriffe. Nein, nur für einmal. Bam, und er beschwört seine Monster wieder. Das Puzzle wird wieder aufgelöst. Hieß es nicht, ich kann, Moment mal. Wurde ich gerade hier betrogen? Während des Spielzeugs bei der Schadensberechnung der Kampfstand, den du aus diesem Kampf erhältst, zu 0. Dann kannst du deiner Hand ein Empfängermonster von Typ Krieger mit 1500 weniger von deinem... Ach so, das muss im Friedhof sein. Ich hab irgendwie gelesen, dass ich es mir aus dem... Deck holen kann. So, jetzt habe ich zweimal eine Vogelscheuche. Kann zwei Griffe abwehren. Bringt mir aber nichts, weil der hat mehr als 1000 Monster mit 1100 Schaden. Also, so. Aber, warum sollte ich einfach so aufgeben, hä? Jawohl. Und der zweite? Nee, Moment. Nein, das will ich nicht. Bam. Nein, nicht aktivieren. Einmal. So, jetzt zweite Vogelscheuche. Double Trouble. Alles besser kommt im Doppelpack, ne? 100 Lebenspunkte. Ach komm, das überstehe ich. Ah! Und da kommt einfach mal so ein Bergwurm spaziert. Pa. Gut. Na, versuch's weiter. Ne, kann ich vielleicht mal zurückgehen? Die Musik, die ist irgendwie nicht so... Ne. Ja gut, die Musik ist vielleicht ein bisschen besser. Nicht so die triumphale Musik, jawohl, der Jack Atlas ist mir in den Hintern reingekrochen und hat mich von daraus auch noch getreten, ja.
Ich habe sogar das Gefühl, das wird für mich ein bisschen schwieriger sein, weil einfach die Kniffe mit Synchrobeschwörung, weil ich das ja auch im wahren Leben nicht so weiter gespielt habe. Ich habe ein paar von der neueren Karten gehabt, habe aber das nicht wirklich dann oft benutzen können. Daher habe ich da nicht so den gleichen Intellekt, was die Kombination angeht. Aber das kann ich lernen. Und wenn ihr, meine Damen und Herren, diese erste Ausgabe von Yu-Gi-Oh! 5Ds von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann sage ich 93 Jovo. I love and entertain you. Tschüss. And goodbye.